Oh nein, das hat sich nicht gut angehört. Spoilerlippe angefahren. Willkommen bei CSR Automotive. Mein Name ist Julia und das schauen wir uns am besten gleich mal an. Den haben wir voll erwischt. Da müssen wir in die Werkstatt. Jetzt sind wir in der Werkstatt angekommen und zeigen euch heute vor Ort, wie man einen Spoiler aus GFK-Verbundkunststoff repariert. Für die Reparatur benötigen wir folgende Utensilien: eine Schere, etwas zum Anmischen, einen Pinsel, Handschuhe, Schleifpapier in der Körnung 60, verschiedene Feilen, eine Dosierspritze, diese Glasfasermatte, Klebeband, Spachtel, verschiedene Schleifpapiere in feiner Körnung, einen Härter, Laminierharz und Messbecher. Wir haben heute für euch zwei verschiedene Reparaturszenarien vorbereitet. Zum einen hier der klassische Riss im Spoiler. Man sieht es hier sehr schön auf der Innenseite, geht der Riss bis zum GFK-Material durch. Auch von außen ist er zu sehen. Als erstes muss der Riss mit Klebeband fixiert werden, um die Ursprungsform wiederherzustellen. Als nächstes müssen alle weißen Stellen komplett ausgefräst werden. Und nun wird die Fläche um den Riss herum mit dem 60er Schleifpapier bearbeitet. Als nächstes beginnen wir bereits mit dem Laminieren. Das Laminierharz wird nun nach Anleitung angewendet. So, das Ganze ist nun fertig auslaminiert und muss je nach Mischverhältnis bis zu 4 Stunden aushärten. Damit ihr jetzt natürlich nicht 4 Stunden warten müsst, haben wir bereits einen anderen Spoiler bis zu diesem Schritt für euch vorbereitet. Der Glasfaserverbund ist hier bereits ausgehärtet. Bevor wir das Ganze verspachteln, wird der Schaden zunächst ausgefräst. Und nun können wir mit dem Spachteln beginnen. Sobald der Spachtel getrocknet ist, werden die Überschüsse abgeschliffen. Wir sind schon bei unserem letzten Arbeitsschritt. Die Überschüsse werden noch mit den feinen Schleifpapieren geglättet. Bei der zweiten Variante zeigen wir euch nun, wie ein beschädigter Gelcoat repariert wird. Als erstes wird der Schaden mit einer Feile bearbeitet, bevor er gespachtelt werden kann.
Auch bei unserem zweiten Beispiel muss der Überschuss abgeschliffen werden. So, nun sind alle Reparaturarbeiten hier bei uns abgeschlossen und die Teile können weiter zum Lackieren. Ja, mein Spoiler ist wieder repariert, lackiert und am Fahrzeug angebaut. Sieht alles wieder super schick aus. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen und würden uns auch über einen Daumen hoch von euch freuen. Wenn ihr mehr von uns hören und sehen möchtet, abonniert doch gerne unseren Kanal und denkt daran, die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.